Ich glaube nämlich auch, dass Alof Fenris mit dem Flammenstrahl auseinandergenommen hat. Was nicht ganz so gut war. Right. So, Alof. Wir ballern die einfach mal mit den normalen Kugeln. Irgendwann wird sie ja fallen. Tatsächlich. Nochmal und sie ist weg. Ja. Let's go. Let's go. So. Okay, Palegina hat es trotzdem ziemlich mitgenommen. Deswegen heilen wir sie mal. So, 20% Gesundheit wieder zurückkriegen. Ja. Die da noch. Und dann den hier. Speer, ein paar Dietrich und eine Rüstung. Da ist noch so ein Viech. Zwei sogar. Nein, das sind andere diesmal. Das ist die Erzvariante, würde ich sagen. Okay, sie sind tot. Erdfeule. Die waren nicht mal annähernd so schwierig. Ein paar Erdfeule-Gegner und der hier. Peridot und ein paar andere Sachen und Rastvorrat kann ich leider nicht aufnehmen. Wo geht's da hin? Ulmenküste. Waldlaurer und noch so Adragan-Dinger. Okay, da hole ich mal schwere Geschütze raus. Und da oben ist eine Seele. Ah. Oh, Alof kann mal so eine Seelenlanze ausprobieren. Kann er nicht, weil er betäubt ist. Okay, jetzt hat Alof einfach eine Seelenlanze in der Hand. Du hau mal eine Heilung raus. Okay. Palegina heißt dich am besten mal selber. Ist Palegina irgendwie übernommen worden? Scheinbar. Jetzt kann sie sich selber heilen. Das ist irgendwie schwierig. Oh, sag bloß, wir müssen das alles nochmal machen, weil ich nicht gespeichert habe. Mann, Mann, Mann. Da passt man einmal nicht auf. Da passiert sowas. Das ist doch auch echt nicht schön. Und ich glaube, ich hätte Alof nicht diesen Speer geben sollen. Ja, ich darf alles nochmal machen. Sure. Okay. Dann gehen wir einfach mal andersrum vor. Ach, da und da ist auch der große Adra-Bogen.
Eine Antilope. Steady does it. Ah, die Antilope sieht uns. Okay, da ist ein Waldkäfer, jede Menge Waldlauerer. How may I help? Dann kriegt ihr jetzt erstmal eine Explosion rein. So, und Alof. Was ist denn böse? Ah, noch besser. Alof, übernimm mal den Waldlaurer da. Toll, jetzt waren die mal kurzzeitig auf meiner Seite. Dann puste mal den Waldlaurer weg. Palegina, du heilst dich selber. Und dann gehen wir auf diese blöden Adragans los, die scheinen zu übernehmen. Okay, Adragan weg. Jetzt noch die Waldlaurer weg. Edder, trink einen. Wow, die Dinger heilen ja gut. Aha. Okay, wen haben wir hier? Der Adra-Bogen ragt vor dir empor, wie du es durch Peskots Augen gesehen hast. Persoks Augen. Sagani dreht sich um und beobachtet die Bäume auf Bewegungen. Als sich der Schatten des Bogens über dich legt, wandelt sich die bewaldete Küste zu einer anderen Landschaft. Du stehst in einem anderen Wald. Geschwärzte, nackte Bäume krallen sich aus dem Boden und halten Mahnwache über die jungen Bäume und zarten Büsche. Du streifst langsam durch den Wald und überall in ihm verstreuten Ruinen. Du siehst die Knochen eines zerstörten Gebäudes in Form von Steinsäulen und gebrochenen Torbögen. Inmitten aller dem stehen Elfen und Orlader mit bemalten Gesichtern und gezückten Bögen. Verbrannte Bäume, einstürzende Ruinen, wo ist das? Es freut mich, dass du ihn nicht erkennst, denn das liegt nahe, dass du dich nicht in Ruinen herumgetrieben hast, in denen du nichts verloren hast. Ivaris schaut dich mit erhobenem Zeigefinger an und tut so, als würde er dich belehren. Klingt so, als würdest du das trostlose Gebiet in den Berghängen nördlich von Zwillingsruinen beschreiben, dem alten Schauplatz einer Schlacht aus dem Krieg der schwarzen Bäume. Ich habe den nächsten Ort gesehen. Ich werde dir folgen. Bevor sie die Last auf ihren Schultern verteilt, zählt sie die Pfeile in ihrem Köcher. Do you ever get a strange feeling near the end of a hunt? I get an itch on the end of my nose. I feel like we're close. Beschleicht dich kurz vor dem Ende einer Jagd auch immer ein seltsames Gefühl? Mich juckt es immer an der Nasenspitze. Sie zögert. Ich spüre, dass wir nah dran sind. Bist du enttäuscht? Ganz und gar nicht. A part of me had already accepted that I'd never find him, that I'd be stuck wandering like this forever. Ganz und gar nicht. Ihre Hand verweilt über einem Pfeil mit einer Knochenspitze. Nach all dieser Zeit, ein Teil von mir hatte schon akzeptiert, dass ich ihn niemals finden würde, dass ich für immer so herumwandern würde. I'll admit, I didn't believe you at first. Still didn't until now. Sie schaut dich aus den Augenwinkeln an. Ich muss zugeben, dass ich dir anfangs nicht geglaubt habe. Eigentlich bis jetzt nicht. Was hat sich geändert? But I've gotten to know you, seen how you deal with Kith. Whatever else you turn out to be when we find Theos, you're honest. I know you wouldn't lead me astray in this. Seit den langen Jagden in Nasitak habe ich nicht mehr so viel Zeit mit anderen verbracht, aber ich habe dich kennengelernt, gesehen, wie du mit Gestandenen umgehst. Als was auch immer du dich herausstellen magst, wenn wir Taos finden, du bist ehrlich. Ich weiß, dass du mich hierbei nicht in die Enge führen würdest. Danke will ich damit sagen. Seit langer Zeit hat niemand mehr so viel für mich getan. Fühlt sich fast so an, als sei ich wieder Teil eines Dorfes.
Was wirst du hier nach tun? Gute Frage. Sie fährt mit einer Hand über die glatte, gemeißelte Oberfläche des Bogens. Es ist schwer gewesen, in den letzten 5 Jahren einen Sinn zu erkennen. In letzter Zeit aber begann ich mehr zu verstehen, wie Perzog unser Dorf geformt hat, wie sich seine Bemühungen und Opfer summiert und stärker machten. Sein Segen nach Masuk zurückzubringen wird uns und unseren Zusammenhalt noch mehr stärken. Zu wissen, dass ich es bin, die damit zurückkehrt, erfüllt mich mit Stolz. Sie schlägt mit ihrem Handballen gegen die Adra-Wand. Aber ich handle mal wieder vorschnell. Zuerst müssen wir Perzog und dein Opfer finden, Hagrim. Sollte mir genug Zeit zum Überlegen geben, was ich ihm sagen werde. Was möchtest du Perzog denn sagen? Ich glaube, das hängt davon ab, wer er jetzt ist. Ich möchte denken, dass Traveling für 5 Jahre entitelt mich, ihm eine solide Ohrfuhl über alles zu geben. But what really matters to someone in Persok's position? The village he left behind? The family he likely won't remember? Ich glaube, das hängt davon ab, wer er jetzt ist. Ich glaube, dass mir meine 5-jährige Wanderschaft das Recht gibt, ihn wegen all dem gehörig zusammenzustauchen. Aber was spielt für jemand in Persoks Lage überhaupt eine Rolle? Für das Dorf, das er zurückgelassen hat, für die Familien, die er sich wahrscheinlich nicht erinnern wird. Ich wünsche, meine zerbrochenen Erinnerungen würden mehr über die Personen sagen, die mir am nächsten sind. Personen sagen. Wenn ich so viel wie Perzog erreicht hätte, würde ich gerne davon erfahren. Er ist jetzt eine neue Person. Ich weiß nicht, ob irgendwas davon wirklich eine Rolle spielt. Du wirst bestimmt wissen, was zu tun ist. Ich nehme mal das zweite. Ich hatte nicht gedacht, dass es so ist. Wer weiß. Wenn wir Theos finden, vielleicht bekommst du deinen Wunsch. So habe ich es noch nicht gesehen. Sie zieht sich ihren Rucksack mit einem schnellen Ruck zurecht. Wer weiß das schon. Vielleicht wird sich dein Wunsch erfüllen, wenn wir Taos finden. Dann stoßen wir darauf an, dass wir unsere Männer bald finden. Sprechen wir über was anderes. Lass uns weiterziehen. Okay. Das wäre erledigt. Jetzt müssen wir uns nochmal den 4 Kämpfen hier stellen. Wobei das ja eigentlich recht easy war. Jedenfalls die Erdfäule. Oder waren es nur 3 Kämpfe? Erstmal das Adragan hier. Bevor uns die noch weiter Stress machen. Ja, die übernehmen nämlich Fenris und so. So, jetzt ist nur die Erdfäule übrig. Warum ist da Regenfäule dazwischen? Fällt mir gerade so auf. Du mach das mal auf Edda. Edda spackt gerade nämlich ein bisschen rum. So, das können wir ja nicht mitnehmen. Den Rastbedarf. So. Und dann sind es, soweit ich weiß, nur noch... Ist es noch der eine Kampf hier? So, das war ein Adragan. Es wird nur noch die Regenfäule. Okay, das war Fenris. Mal wieder. Die Palekina hat mal wieder zu dem Bogen gewechselt, merke ich gerade. So. Alles einsacken. Das hier einsacken und das war's dann, oder? Ja. Cool. Dann gehen wir hier hoch zur Kreuzung mal. Und dort wird es mal wieder Zeit für einen kleinen Cut. Leider. Auch wenn wir in dieser Episode nicht so viel geschafft haben, wir haben wir doch genug geschafft. Also speichere ich mal. Ulmenküste LP19 sind wir jetzt. LP019. Oder ich habe nur 19, gell? Yep. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.